was von Noahs Arche so übrig blieb. Die Legende stimmt also. Irgendjemand war verrückt genug, um die Mücken vor dem Aussterben zu bewahren. Und die Menschen. Lebe und lerne. Wie sind die Ferien? Oh, das Wetter ist vorzüglich. Und es gibt so viel Geschichte und Kultur zu entdecken. Und das Beste ist, dass Abe und ich endlich mal etwas Zeit für uns haben. Ohne Ablenkung. Stimmt's, Abe? Abe! Was? Oh ja, stimmt. Kultur. Habt ihr schon Insulaner getroffen? Noch nicht. Ich wollte mir die Insel genauer anschauen, aber Abe wollte hierbleiben. Der Blick hier ist einfach schöner. Auf das Meer, meine ich. Wusstet ihr, dass es in der eingeborenen Sprache über 50 Worte für Langeweile gibt? Ich langweile mich nicht. Umgeben von solcher Schönheit. Oh, Abe. Nur unter uns gesagt, diese Moai-Statuen sind echte Sturköpfe. Jetzt halt aber die Luft an. Abe, ich stimme dir zu, Sam. Die sind alle so düster und launisch. Richtig, weil du ja nie launisch bist. Ich wünschte, diese Moai-Typen wären nicht so deprimierend. Ich habe Teenager in Schwinden gesehen, die nicht so emo waren wie die Typen hier. Du bist einfach zu oberflächlich, um sie zu verstehen. Der Vulkan wird ausbrechen und es wird einen tödlichen Regen aus glühendem Magma geben. Macht dir das keine Angst? Bist du sicher, dass du ein Hund bist? Denn du klingst wie ein dickes Huhn. Bitte, sei nett, Abe. Wenn es danach aussieht, dass der Vulkan ausbricht, huschen wir einfach zurück durch das Dreieck. Wollt ihr uns helfen, den Vulkan zu stoppen? Also wirklich, Sam. Wir helfen euch gerne bei euren kleinen Abenteuern, aber nicht, wenn wir im Urlaub sind. Amüsiert euch noch schön. Wartet nicht auf uns. Ich glaube, wir haben vorher noch nie versucht, einen Vulkan aufzuhalten. Nur wenn du das eine Mal auf den Philippinen nicht mehr zählst. Ich hoffe, die Vulkangötter hier sind freundlicher als die auf den Philippinen. Mach dir darum keine Sorgen, wir sind hier auf der anderen Seite der Datumsgrenze. Warum beruhigt mich das nicht? Wenn es das Bermuda-Dreieck ist, warum kommt es dann zur Osterinsel? Das liegt noch nicht mal im gleichen Ozean. Vielleicht kommt es zum Urlaub machen her, wie alle anderen auch. Absurd, aber logisch wie immer, Kumpel. Es geht doch nichts über eine kleine, feine Tropeninsel für Erholung und Entspannung, oder? Klar, wenn du viel Sonne und Strandcocktails magst. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Osterinsel für eine drastische Entwaldung durch ihre Bewohner bekannt. Gefolgt von ständigen Kriegen und Kannibalismus, was fast zu deren Aussterben geführt hat. Das klingt schon besser. Bummeln wir rum. Nicht dumm. Hey, Sam, guck mal. Hinweise. Meine Fähigkeiten als Spurensucher sind schon etwas eingerostet. Aber irgendwas sagt mir, genau hier könnte der Eingang zur uralten, geheimen, unterirdischen Höhle des Vulkangottes sein. Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Sam, er hat sogar eine kleine Knarre. Ist das nicht süß? Darf ich den behalten? Lass dich nicht schmutzig machen oder erschießen, Max. Wir wissen immer noch nicht, wem dieser kleine Lümmel gehört. Jimmy Hoffa gehört niemandem. Du kannst nicht Jimmy Hoffa sein. Jimmy Hoffa war ein skrupelloser Gewerkschaftsführer in den 50er und 60er Jahren. Wohlbekannt waren seine Kontakte zum organisierten Verbrechen und sein mysteriöses Verschwinden. Schöne Zusammenfassung, Sam. Außerdem hat Jimmy Hoffa als Baby keine Windeln getragen. Ich bin kein Baby! Schau dir an, wie sein kleiner Daumen den Hahn spannt. Er ist zum Anbeißen. Die Leute haben keinen Respekt vor mir. Ich hätte nie aus diesem Jungbrunnen trinken sollen. Von was für einem Jungbrunnen redest du? Der Brunnen ist genau dort, Intelligenzbestie. Wir sollen glauben, der Jungbrunnen befände sich auf der Osterinsel? Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, wie toll er ist.
Du hast beim Brunnenwasser aber ordentlich zugelangt, stimmt's? Ja, gelegentlich trinke ich gerne einen Schluck. Das ist meine Sache. Er mag den Jungbrunnen ganz, ganz toll, nicht? Ja, tut ihr das? Ja, tut ihr das? Nur ein kleines bisschen. Warum hast du dich bis zum Säugling zurückgetrunken? Hört mal, ich habe damit kein Problem, also sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Man muss halt damit diskret umgehen. Trinkt man zu wenig, muss man die Pubertät nochmal durchmachen. Trinkt man zu viel, schwupp, und aus ist's. Mach Platz, Sportsfreund. Wir Erwachsenen müssen uns um einen dicken, bösen, alten Vulkangott kümmern. Du und dein Kollege solltet lieber einen Schritt zurücktreten. Oh, schau, er versucht uns einzuschüchtern. Er ist einfach toll. Können wir ihn bitte mit nach Hause nehmen? Nicht jetzt, Max. Wann denn, Sam? Meine biologische Uhr tickt und ich werde auch nicht jünger. Genug gespielt, Kleiner. Wir haben wichtige Dinge zu erledigen. Ich erweitere da hinten mein Unternehmen. Und ich fände es furchtbar, wenn sich einer von euch wehtun würde in dem Bau. Das Risiko gehen wir ein. Wir sind die Freelance Police. Freelance? Das ist schlimmer als die Krätze. Wird das Baby quengelig? Ist es Zeit, ins Bett zu gehen? Lass das. Ich frage mich, ob sein kleiner, schöner Schädel so weich und formbar ist wie bei einem richtigen Baby. Wie können wir das herausfinden? Hat Baby Blähungen? Will Baby Bäuerchen machen? Verzieht euch! Wir geben dir eine schöne, große Rassel für deine dumme, alte Wumme. Ihr zwei stellt meine Geduld ernsthaft auf die Probe. Komm, Sam, wir bringen ihm die falschen Worte für Sachen bei. Wir machen jetzt Winke, 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 Winke. Ihr geht weg und bleibt weg, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Sam, schau mal, wie seine kleinen Augen und der Lauf seiner Knarre uns folgen. Zum Quietschen! Versuch's nur, Hündchen. Und? Zufrieden? Nichts Besonderes. Beleidige mich nicht. Jimmy Hoffa ist nur etwas von einem gewerkschaftlich organisierten Koch. Und was, wenn wir die unorganisierten Teile rausnehmen? Vergiss es. Wie wär's mit einem leckeren Sandwich? Das klingt nicht viel. Mach den Mund auf. Ach ja, geht ja nicht. Wie wär's mit einem leckeren Sandwich? Nein, danke. Ich muss auf meine Linie achten. Die beachte auch. Weißt du, was dir jetzt gut tun würde? Ein Granit-Sandwich. Ein Granit-Sandwich? Ist das alles, was ihr anzubieten habt? Wie es scheint, ist dein kulinarischer Geschmack genauso fein wie dein Sinn für Humor. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sam, aber ich würde dem Typen noch eins meißeln. Es scheint, wir sind hier in einer primitiven Tiki-Bar gelandet, Max. Juppie! Tutugas! Juppie! Langsam, du Schwachkopf. Menno, ich hatte gehofft, ich komme in ein Hasenfüße außer Rand- und Band-Video. Hi, wie geht's, Jungs? Hab euch hier noch gar nicht gesehen. Sam, das sind alles Babys. Bleib ruhig, Max. Sie haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen.